Freunde der Blutigen Arena, willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone. Man muss sagen, wir sind der Gladiator, der schon Arme und Beine verloren hat, denn wir haben bisher zweimal verloren und noch kein einziges Mal gewonnen. Das ist ziemlich traurig und dabei finde ich, ist das Deck gar nicht mal so schlecht. Wir probieren es nochmal. Ich hoffe, wir kriegen noch zwei Matches zusammen. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir noch einen Sieg bekommen. Weil ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, wer es nicht gesehen hat, das eine Match, das erste Match, das finde ich, das hätten wir gewinnen sollen. Nicht, weil wir irgendwelche Fehler gemacht haben und deshalb nicht gewonnen haben, sondern aus Prinzip hätten wir gewinnen sollen. So, was nehmen wir hier? Die beiden können schon mal weg. Die sind viel zu hoch. Na klar, das kann man gut gebrauchen am Anfang. Und jetzt brauche ich noch mal ein bisschen was. Ja, sehr schön. Das ist doch mal super. Und wir spielen ja gegen einen Priester, Kleriker. Und ja, Grüße. Ich grüße auch sofort. Ich muss ja eben dir das Auge ausstechen. Grüße. Und guck mal, ich habe da auch was für dich. Ich schüttel vorher bei mir nochmal den Teppich aus. Zünd ein kleines Feuerchen an. Und natürlich hier die Lianen. Damit ich auch vernünftig in einen Tempel reingehen kann und den plündern kann. Lieber Scream. Ach, hör doch auf. Das ist doch Fuß. Das ist doch echt Fuß. Sollen wir mal das probieren? Ich meine, wir kriegen ja 5 Leben. Das heißt, wir können ihn ja eigentlich erstmal in unser Gesicht tanzen lassen. Das ist ja vollkommen egal. Und wenn er ihn gleich damit kaputt macht, ja, wir hauen da einen drauf. 2-2. Super. Und selbst wenn nicht, ne? Das kriegen wir schon. Eigentlich hätten wir den auch noch. Na, wir hätten den auch noch da reinhauen müssen. Ich bin mal gespannt, was jetzt passiert. Ob er den vielleicht erst heilt. Wäre auch eine Maßnahme. Dann bleibt er noch eine Runde bestehen. Oder was er so für Sachen macht. Nein, er macht ganz andere Sachen. Er holt sich irgendwas Härteres. Er holt sich die Klerikerin von Nordhain. Und am Anus, lieber Freund, mein. So. Aber wir kriegen Ersatzteil. Was kriegen wir? Verstohlenheit. So, wir nehmen natürlich jetzt erstmal das hier. 1, 2. Verdammt nochmal. Und jetzt muss man natürlich fragen, wen machen wir als erstes kaputt? Die Karte, die will er schon gerne behalten. Also machen wir die erstmal als erstes kaputt. Und dann kann er damit gerne unser Gesicht tanzen. Wir kriegen ja nochmal 5 Health Points. Also bin ich ganz beruhigt und lass ihn gerne einmal in unser Gesicht schlagen. Denn ich weiß ja, der Arzt wartet nur darauf, uns zu versorgen. Was macht er für Sachen? Sein Plan ist ja nicht ganz aufgegangen. Oh, der riecht doch an Füßen. Junge, der riecht doch an ekelhaften Füßen. Das ist doch nicht mehr lustig. Das ist doch nicht mehr lustig, Leute. Das ist einfach nicht mehr lustig. Wir haben keine Sachen, die wir machen können. Wir müssen warten, bis wir das machen können. Dann machen wir jetzt... Machen wir das hier? Oder machen wir andere Sachen? Nee, ich denke, wir machen das hier. Weil jetzt ist er auch ein bisschen verunsichert. Er weiß ja nicht genau, was wir für ein Geheimnis ausgespielt haben. Das kann ja irgendwas richtig Cooles sein und nicht sowas, was wir ausgespielt haben. Und deshalb muss er jetzt natürlich überlegen. Opfert er die Karte? Oder vielleicht sogar die hier? Davon hat er keine weitere mehr. Also wird er die wahrscheinlich nicht opfern. Und ihr, das ist natürlich so eine Sache. Nachher gehen beide kaputt. Dann hat er auch noch seine Klerikerin verloren. Weil... Okay. Jetzt ist komplett scheiße. Wir sind eigentlich schon wieder darauf hinspielen, dass wir das hier benutzen müssen. Ach. Ja, er kann sich heilen, das ist aber gerade... Oh, yeah, baby. Einen werden wir gleich definitiv gebrauchen. So, aber jetzt haben wir erstmal 6. Und da muss er erstmal gut was reinbuttern. Und in der nächsten Runde... Ja, was machen wir in der nächsten Runde? Das kommt drauf an, was jetzt überlebt und was nicht und was wir ziehen. So direkt einen Plan hätte ich jetzt nicht. Das muss ich leider zugestehen, Leute. Das sollte ich mir gründlich überlegen. Das sollte er sich wirklich gründlich überlegen. Selbst wenn er mit all seinen 3 Minions in unseren
Taunt reingeht, dann reicht das nicht. Und ich bin mir sicher, eigentlich will er das auch gar nicht. Den hat er natürlich gespielt, um günstiger Mech zu holen. Die Karte hat er... Och, ab! Ah! So, wir kriegen zwar die 5 Leben. Und da kommt da wieder. Dummy wieder. Ein Träumchen. Ein Schaden. Das können wir aushalten. Karte ausspielt. Okay. Wie viele Karten könnten wir denn ausspielen? Wir können nicht genug Karten ausspielen, deshalb lassen wir das in dieser Runde. Und spielen nochmal den hier. Und dann warten wir einfach ab. Wenn er damit nochmal da reingeht, ja wunderbar. Feuerball und der hat sich's, oder damit hat sich's erledigt. Und dann müsste er eigentlich immer noch damit reingehen und der hat sich dann auch schon fast verabschiedet. Aber was machen wir für Sachen in der nächsten Runde? Das ist immer noch schwierig. Ganz klare Sache. Wenn da noch was von steht. Jetzt ist die Frage, wenn er heilt. Genau, das macht er. Da müssen wir gleich immer noch das benutzen. Das heißt, ich hoffe, er spielt noch irgendwas. Genau. Wunderbar. Die kriegen wir zwar nicht ganz kaputt, aber... Oh, das ist natürlich auch schön. Aber wir müssen jetzt erstmal das hier machen. Ja, müssen wir. Müssen wir leider machen. So. Na gut, gespielt war das jetzt nicht unbedingt. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, ist schon ziemlich beschämend. In der nächsten Runde die hier plus die natürlich wäre eine super Sache. Oder plus die, aber dafür müssten wir eigentlich mehr spielen. Eigentlich das hier plus das hier plus das hier plus noch irgendwas. Das wäre eine super Sache. Ja. Schön. Das war mir irgendwie klar. Hast du gut gemacht. Kriegst du fast einen Klatscher von mir. Oh, das ist natürlich eine super Sache. Wunderbar. Wir spielen also erstmal die hier. Dann spielen wir die hier. Wunderbar. Dann geben wir ihm Verstohlenheit. Wunderbar. Und dann holen wir uns noch eine Karte, die viel günstiger ist. Sehr schön, sehr schön. Das mag ich doch unheimlich. Ja, das ist doch optimal. Wunderbar, wunderbar. Und wir haben ja noch einen zweiten Fall am Stoß. Vielleicht könnte man den ja gleich einsetzen. Kommt drauf an, wie viel er spielt, weil die Karte haben wir natürlich erstmal in Sicherheit gebracht. Und es wäre ja schon ein schönes Träumchen. Ja, kein Problem, kann ich mit leben. Er muss jetzt nur gut noch was ausspielen. Das ist wichtig. Wir könnten mit... Ah, nee. Ach, das ist doch richtig scheiße. Ich könnte natürlich auch den Taunt spielen. Da müsste er dann ordentlich mit reingehen. Ja, das ist eine gute Frage, was wir machen. Was machen wir für Sachen? Was machen wir für Sachen? Ich würde sagen, das müssen wir machen. Das müssen wir machen. Gut gespielt. So, dann spielen wir natürlich die Karte hier noch. So. Und das sind 6. Aber wenn wir die 4 erstmal weg haben. Entschuldigt bitte. Was gibt's denn dafür? Erhält jeder, okay. Quest angenommen. Schade. So, ja. Die kann er natürlich jetzt kaputt machen. Was ist er eigentlich für. Hallo? Oh, er hat sich einen Plan ausgedacht. Wow, super. Ja, wunderbar. So. Aber wir spielen natürlich in der nächsten Runde wieder ein Taunt.
Vielleicht auch die beiden zusammen. Ja. Wunderbar, wunderbar. Fuck! Ich dachte, das wird er vielleicht vergessen, aber das tut er nicht. Was gibt es denn dafür? So. 3. Also ich spiele natürlich erstmal den Taunt. Klare Sache. Jetzt ist die Frage 3 plus... Das wäre ja schon mal nicht schlecht. Hallo! Was ist mit ihm denn los? Ja, machen wir. Und dann machen wir noch das hier. Und dann bin ich gar nicht mal so unzufrieden. Ich glaube, das ist so ein 12-jähriges Kiddie. Entschuldigung jetzt an die 12-Jährigen da draußen. Was einfach mal ein bisschen auf Ecstasy ist oder so. Ach, das, der geht mir aber auch auf die Eier. Ja, die Erdenmutter. So, wir spielen natürlich den hier. Und der geht mir sowas von auf den Senkel. Der hat's jetzt hinter sich. So. Friert ein Diener ein. Das machen wir noch schnell. Wunderbar. Wunderbar. Entschuldigt bitte. Hat der zufällig irgendein Makro, wo er ständig dieses dumme Kommentar ablassen muss? Oder was ist da los? Ja. Dumm gelaufen, ne? Den habe ich eingefroren. Und den kannst du eh nicht angreifen. Der ist verstohlen. Den siehst du gar nicht. Ja, hast du super gemacht. Na, hättest du das nicht mal früher machen können? So. Wunderbar. Erstmal rufen wir uns 2 Taunts dabei. Dann... Ist das eine gute Option oder ist das die bessere Option? Das wäre 5-5. Ja, aber der wäre auch nur 5. Okay, dann nehmen wir den hier. 7-7 hat er nämlich jetzt. Sehr schön. Danke. Und da muss man sagen, machen wir das hier? Machen wir das hier? Jo. Wunderbar. Und dann machen wir den noch kaputt. Und dann sind wir fertig. So. Jetzt kann er mit den beiden da drauf. Dann machen wir den damit fertig. Und den damit. Und den spielen wir natürlich auch noch. Nö? Ist nicht schlecht. Erstmal so für den Moment. Also dafür, dass er gerade schon wieder getrieben hat wie so ein Herdentier, hat er jetzt ziemlich wenig Ahnung von dem, was er jetzt machen will. Ja, super Mensch. Das ist total unerwartet, dass er das kaputt gemacht hat. Verursacht 2 Schaden. Auch das ist total unerwartet gekommen. Ja, damit wollte ich den eh kaputt machen, dann bleibt er halt nicht über. Kann ich aber mit leben. Ziehe eine Karte. Finde ich blöd, aber was soll ich denn da jetzt zu sagen? Kann nicht angegriffen werden. Da müssen wir aufpassen, dass er da nichts anderes raus macht. So, das ist doch schon mal nicht schlecht. Wollen wir das so machen? Joa. Ja, das wollen wir machen, würde ich sagen. Ich meine, der ruft natürlich jemand anders herbei. Noch ein 4-5er. Und der macht Zauberschaden plus 1. Das gefällt uns auch nicht. Hm. Der hat nur ein bisschen mehr Leben, aber komm, wir machen den erstmal kaputt. So, wunderbar, der ist kaputt. Und da fangen wir schon mal mit an, den kaputt zu machen. Und dann war's das. Das ist natürlich immer noch nicht so ein Traum für uns. Es ist wirklich schwierig, wenn wir das... Also wenn wir das Match noch gewinnen wollen, dann müssen wir uns richtig anstrengen. Ich habe übrigens schon mal, das war aber glaube ich im Offplay, habe ich schon mal tatsächlich geschafft. Okay. Aha, das ist natürlich blöd gelaufen. Habe ich schon mal tatsächlich geschafft, dass jemand verloren hat, weil er keine Karten mehr hatte. Und dann erhöht sich ja immer wieder... Ja, der Wert, den man verliert, dadurch, dass man keine Punkte mehr hat. So. Ja. Spielen wir ihn noch? Ja, komm, wir spielen ihn noch. Und was machen wir hiermit noch? Den hauen wir da drauf. Wunderbar. Aber
Mensch, uns fehlt irgendwas. Uns fehlt die mächtige Karte, mit der wir das Ganze noch rumreißen könnten. Und ich sehe auch nicht, dass wir die noch bekommen könnten. So. Entschuldigt bitte. Ja, hätte ich die Mann doch nicht gespielt, oder wie? Ich meine, seine dummen Kommentare. Die nerven am meisten. Ja, hast du das auch noch. Also wir haben so gut wie verloren, das muss man jetzt einfach mal zugestehen. Ja, sollen wir die spielen oder sollen wir die nicht spielen? Ja, wir spielen die. So, jetzt hau uns den Latz in die Fresse und dann ist gut. Ach, jetzt auf einmal kann er nicht schnell, oder wie? Hm, was mache ich denn jetzt noch? Oh, ich rufe noch einen Taunt. Heilige Nova habe ich auch noch. Oh, super. Mensch. So. Da ist es passiert. Ohne Scheiß, wir haben kein einziges Match gewonnen. Ich finde aber, wir haben uns nicht dumm angestellt. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das anders seht. Wenn ihr sagt, ey, Mensch, was hast du denn da schon wieder gemacht? Ich habe ja auch beim letzten Mal das Kommentar bekommen, dass ich hätte doch andere Karten nehmen sollen. Ich finde, dieses Mal habe ich wirklich sehr gute Karten ausgewählt von dem, was kam. Das Magier, der kenne ich natürlich jetzt auch ein bisschen besser. Aber, naja. Lassen wir das einfach mal so, wie es ist. Was wirklich am schlimmsten ist oder was mir wirklich fehlt, ist die Kombination. Also ihr kennt ja alle mein Priester-Deck. Und da finde ich, habe ich das ganz gut gelöst. Aber hier zum Beispiel, gerade bei der Arena, kriege ich selten. Also wirklich selten irgendwo, wo ich sagen kann, hey, das ist ja super, das kann ich mit dem gut kombinieren. Und wenn ich das dann noch bekomme, das ist auch super. Das hat man ja aber gerade bei ihm gesehen. Er hatte immer wieder Karten, die auch mal ein bisschen zusammengepasst haben. Da konnte man das oder das machen. Oder gerade auch bei dem Ersten. Der hat die ganze Zeit seine Schamanen gerufen, beziehungsweise, Entschuldigung, seine Totems. Und dann hatte er den Champion der Arena und dann konnte er damit jedem Angriff geben. Und Verteidigung natürlich nochmal plus 1. Das ist natürlich eine super Sache. Das hätten wir natürlich theoretisch mit dem Deck auch machen können, aber da muss man natürlich dann auch erstmal verlässlich die Informationen haben oder zumindest davon ausgehen können, dass man den Champion entweder schon hat oder ihn auf jeden Fall bekommt, weil man zum Beispiel 2 Stück davon im Deck hat. Okay, das kennen wir schon. Wird verwandelt und erhält die Werte 7-7, wenn ihr ein Wildtier auf dem Schlachtfeld habt. Oh, schön. Druide, okay. Die beiden haben wir schon. Kennen wir schon. Ja, so toll war das jetzt nicht, aber naja, gut. Das war's dann aber auch schon wieder. Wir haben auch knappe 18 Minuten rum. Das letzte Match ging ja auch verdammt lange. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Wie immer, schreibt gerne in die Kommentare auch gerne, wenn euch etwas nicht gefallen hat. Ich lese mir das alles durch. Ich versuche mir das auch nahezulegen beim nächsten Mal, dass ich dran denke, dass ich das vielleicht ein bisschen anders mache. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.